Uniklinik warnt vor Vergiftungsgefahr, so gefährlich sind Shishas, sie riechen nach Himbeere, Kirsche oder Pfefferminz und schmecken besser als Zigaretten. Shishas. Immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene stehen auf die Wasserpfeifen. Mensa in Göttingen. Studentenwerk hängt anzügliche Bilder ab, Leben und Lernen. In Göttingen ist ein Streit darüber entbrannt, wie weit Kunst gehen darf. Seit mehr als zwei Wochen hingen in der Zentralmensa der Studentenstadt Bilder, auf denen nackte Brüste zu sehen waren, ein Po und Albert Einstein mit Schweinohren. Die Ausstellung mit dem Titel Geschmackssache der Künstlergruppe Komitee mit 45 Bildern waren eigentlich als Satire gedacht, doch so kam sie offenbar bei den wenigsten an. Strafbefehl gegen obersten Sparkassenchef. Eigentlich hätte es eine geräuschlose Wiederwahl werden sollen. Aber keine 24 Stunden vorher schlägt auf einmal die Bombe ein. Die Staatsanwaltschaft München, so meldet am Dienstagmittag die Bild-Zeitung, hat gegen Georg Fahrenschirn einen Strafbefehl beantragt. Wegen Steuerhinterziehung. Ausgerechnet gegen ihn, der nicht nur seit 6 Jahren Präsident des Sparkassenverbandes in Berlin ist, also einer Institution, die noch mehr als andere für solides Wirtschaften stehen will, sondern der zuvor auch noch mehrere Jahre Finanzminister von Bayern war. Und der eigentlich just an diesem Mittwoch für eine zweite Amtszeit gewählt werden soll. Glücksatlas 2017. Schleswig-Holsteiner sind am zufriedensten, Welt. Der Wohlstand in Deutschland wächst. Aber das Glücksempfinden nimmt nicht weiter zu. Viele Wirtschaftsindikatoren haben 2017 einen Rekordwert erreicht. So ist die Beschäftigung so hoch wie noch nie in der Geschichte, auch das Bruttoinlandsprodukt, die Menge aller produzierten Güter und Dienstleistungen, ist auf einem historischen Hoch. Allein dieses Jahr soll das Bruttoinlandsprodukt inflationsbereinigt um 2% zulegen. Doch die Lebenszufriedenheit der Bundesbürger macht diesen Höhenflug nicht mit.